Yo, servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute handelt es sich um einen Ausschnitt von meinem letzten Stream. In diesem Stream habe ich Rohtische gegrindet für ganze 2,5 Stunden und mittendrin ist etwas aufgetaucht und passiert, was ich euch nicht vorenthalten möchte, denn zum Schluss hin ist es eine sehr, sehr coole Trophäe, aber seht selbst. Sollen wir den neuen rausnehmen? Na, nochmal ein Achter. Okay, da ist nämlich jetzt ein Achter nachgespawnt. Entscheiden wir nehmen den Achter oder den Siebener, würde ich sagen, mal raus. Boah, Digga, ich glaube, der hat noch gepasst. Ja gut, das ist jetzt der Neuner. Musste dran glauben. War da gerade ein geschecktes Weibchen? Glaubt, da war gerade ein geschecktes Weibchen. Das habe ich aber noch nicht gesehen gehabt. Ja, 8 und 9 raus. Jetzt habe ich den 7 und den 9 raus. Aber passt ja. Ich glaube, der 9er ist eh das. Mal eh mal. Ja gut, eigentlich wollte ich dem irgendwie hinten in den Nacken reinschießen, aber hat jetzt nicht funktioniert. Auch nicht so schlimm. Dafür hat der wieder gepasst. So, und jetzt muss ich ja einmal ganz kurz drumherum fahren. Mal schauen, was der da überhaupt scored. Ging ja bis wie viel? 2,69, glaube ich. So ein bisschen müsste. Ja, das ist der 7er. Geht auch ganz gut. Also die meinen wir schon eine sehr, sehr gute Waffe, muss man ganz ehrlich sagen. Geht bis 2,69. Big Rack. 2,65. Den stopfe ich mal aus. 2,65 ist nicht so schlecht auf jeden Fall. Hatte ich hier eigentlich jetzt noch einen rausgenommen gehabt? Ich denke aber schon, oder? Irgendwo hier, oder? Man quatscht echt nicht. Nee, da bin ich eigentlich noch normal im Kopf. Okay, die beiden da, Hanne, die sind jetzt komplett weg, oder wie? Tatsächlich. Komplett weg. Siebener. Mit am Start. Oh, Vierer. Ich lieb's, wenn so Vierer plötzlich auftauchen. Ist das nur einer hier nur noch? Der Siebener? Ist schon mal nicht so schlecht. Und da war auch noch ein großer mit dabei. Auch wieder 2,7er. In Zeiten, da ist noch irgendwas versteckt da drin. Ja, und haben direkt 3-0 aufs Maul bekommen. Ach so, warte mal, das habe ich gesehen bei, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, Gamer Brother. Ich finde das so witzig. Ich finde das so witzig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch nur ein 7er, dann würde ich sagen. Raus. Oh, das waren 309 aus Versehen. Vierer. Ja gut, aber wo steht ihr denn in der zweiten Liga? Der hat gepasst. Gegen wen hat denn Schalke verloren? Also ich weiß, also ich habe mir das nur das Thumbnail von Gamble Brothers Video angeschaut. Und gegen Karlsruhe. Achso, stimmt, genau. Das habe ich gesehen gehabt im Thumbnail. Karlsruhe, stimmt. Ja, wo liegt Karlsruhe? Auf welchem Platz? Fieber ist ja eh nicht mehr. Ja, meine auch nicht mehr. Ich habe mir das neue auch nicht wohl. Zum ersten Mal. Seit seit Fieber 11. Einfach nicht mehr gut gehabt. Ich hab die 10 Stunden Testphase halt probiert. Weil ich halt EA Play halt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt es einfach nicht. Mein zweiter davor Freundschaftsspiel haben wir gewonnen mit dem neuen Trainer. Okay, okay. Wenn wir absteigen, sofort 6. Liga. Habe ich den jetzt hier, den hier erlegt? Da. Nein, 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 nein. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ich seit 15. Hab schon. Okay. Ah ja, also ich bin jetzt Barca-Fan schon seit... Sagt mir auch, ihr habt es nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Was war das für eine? Das ist ein 7er Geweih. Oder ist es ein 8er gewesen? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen.
Ich schwöre, ich hab's nicht gesehen. Ich hab sogar mit der falschen Nullung draufgeballert. Ja, moin. Ich klick drauf. Es ist ein 7. Er ist sogar Gold. Hä? Ja, moin. 205,02. Hä? Gar nicht gesehen. Ich war so mit euch im Gespräch, glaube ich. Aber ich schwör's euch, habt ihr es gesehen? Ich nicht. GG's? Lol. Ja, genau, das ist perfekt. Oh, stopfe ich natürlich direkt aus. Sieht schön aus. Gehen wir zu Mela. Danke, danke. Stark. Ja, für das, dass ich es nicht, dass wir das alle, glaube ich, nicht mitbekommen haben. Das Video geht jetzt leider nicht so lang, aber wie gesagt, ich wollte euch diesen Hirsch nicht vorenthalten. Schreibt mir mal ganz gerne unten in die Kommentare rein, ob ihr diesen Mela direkt gesehen habt, weil ich und auch die Leute im Chat haben ihn nicht gesehen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich ganz gerne mit einer positiven Bewertung sehen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Marci, reingehauen.